Und diesen einzelnen Schritt nochmal zu trainieren, das heißt, auf jeden Beinabstoß kommt ein Armabstoß, kann man eine Vorübung machen. Und das heißt, man stoßt mit den Beinen ab, steigt erstmal rüber und nimmt den Fuß ran, ohne ihn in der Luft zu halten. Man geht wieder in die Knie, man stoßt ab und nimmt den Fuß wieder ran. Als zweiten Schritt, um den zu vervollständigen, kann man dann aufbauen und der Fuß bleibt kurz in der Luft und ich steige wieder auf den anderen Fuß wieder über. Ich steige wieder auf rechts rüber und ich steige wieder auf links rüber. Wichtig bei diesem Schritt ist dabei, dass man wirklich das Gewicht auf dem Standbein hat und das Gewicht auf links bzw. auf rechts verlagern dort. Ich würde euch jetzt den 1-1 Schritt in der Vollendung zeigen. Wichtig ist wirklich dabei, dass man pro Beinabstoß einen Armabstoß macht und der sollte möglichst kräftig sein, also das Maximum, was man an Kraft besitzt. Ein weiterer Schritt in der Scaling-Technik ist dieser 2-1 Schritt, wo man vor allem auf der Fläche benutzen tut. Der ist natürlich ganz besonders wichtig beim Engadiner Skimarathon. Und diesen Schritt werde ich euch nochmal zeigen ohne Stöcke und im Anschluss werde ich ihn euch mit Stöcken zeigen.